will aber... Ey, wollen wir mal ein anderes Skin ausprobieren? Hier der Beutel Daxus Erectus mit Bart. Von Grund auf gleich sympathisch mir der Gute. So, nächstes Level Wirbeltier. Du magst Aufgaben bei Champions. Okay. Das ist gut, Jasmin. So, dann Asia-Setting. Ist jetzt was anderes, ne? Ja, das Kane-Gear gibt's. Ich hoffe nur, dass es das dann für die, die es unbedingt haben wollen, auch noch gibt hier nach Ablauf dieser 3 Tage. Oder 2 Tage, wie es jetzt noch ist. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja meins, so ein Setting jetzt. Okay. Wo ist die nächste Maske? Nicht hier. Wenn die Spinner nicht die Realität löchern würden, könnten wir selbst Spalte öffnen. Bis dahin nehmen wir die Umleitung. Aber ich spüre einen Spalt ganz in der Nähe. Freunde, ich habe ein lustiges Spielchen für euch. Ich belohne schlaue Beuteldachse, die mein Testgelände erreichen. Aber zuerst werdet ihr meine tödlich teuflichen Schöpfungen besiegen müssen. Okay. Na, der sieht ja aus. Das ist doch die Maske, die wir eingesammelt haben, ne? Okay. Okay. Da müssen wir uns auch erstmal nur dran gewöhnen. Ich mag das mit diesen neuen Fähigkeiten. Das gibt dem Spiel einen ganz neuen Schwung. Wie kommen wir da rüber? Dunkle Materie und dann Doppelsprung. Ah, yeah. Du ahnst es nicht. Vorsicht, dunkle Materie. Okay. Ja. Okay, wir müssen das Feeling, das braucht man noch. Man muss halt aufpassen, der geht immer so ein kleines bisschen hoch dabei. Oh Gott, eine Rückblendenkassette. Ich habe jetzt schon Schiss. Oh Gott, die Blätter, wir kennen sie alle. Ach, Christian, ich war so in meinem Wirbeldürbel-Dings da drin. Leute, da drüben ist was. Wow. Die Wirbel ja nicht mehr. Ja, dann haben wir die Kiste jetzt halt nicht. Ja. Ist das dein Ernst? Ach so, okay, ich verstehe. Ciao, nu. Okay, Leute, jetzt kommt die Wirbel-Action gleich wieder hier. Ey, wer bist du? Okay.
Okay. Hahaha! Zum Glück haben wir aufgehört zu wirbeln. Ey, das ist ja schon wieder gemein. Halt! Ach so, kann ich nicht kaputt machen. Ja, man muss die verschiedenen Gegnertypen erst kennenlernen. Aber wie oft schießt du denn? Oh, zweimal. Ey, das ist so gemein. Okay. Mann, ist das weit! Hey, zum Glück ist hier ein Checkpoint, ne? Ah, oh, scheiße. Oh, er muss aufpassen! Sehr hoch! Ah, ich hab's gewusst! Man. Ach, das kriegt man nicht hin. Konzentration jetzt immer. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ist hier ein Checkpoint? Oh Gott, hier ist kein Checkpoint. Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ey, Leute, könnt ihr mir mal einen Checkpoint geben? Oh Gott, der schießt auf mich. Bonuslevel. Bonuslevel. Okay. Luft holen, Luft holen. Warte mal. Super ist das gelaufen, Christian. Ach du Scheiße. Sag mal, wie stellen die sich das vor? Ducken! Jetzt! Oh Gott! Ey, ich hab mich erschrocken! D-
Der Chunk hat eingeschaltet und verlängert hier sein Abo. Ich danke dir, mein Guter. Und schön, dich zu lesen, mein Schöner. Schöner? Mein Schöner. Da bist du heute einfach mal der schöne Chunk. Warum denn nicht, Inge? Hier, wie komme ich da hoch? Das geht doch gar nicht. Mein Schöner. Mein Schöner, Chunk. Leute, ich weiß es nicht, wie ich da hochkomme. Ich weiß es nicht. Support ist da. Das ist lieb von dir, mein Guter. Das ist lieb von dir. Bonus-Level, das habe ich... Oh Gott, jetzt muss es hier schnell gehen. Oh Gott, Checkpoint. Dankeschön. Dankeschön. Halt, stopp! Och nö! Jetzt ist nur meine Frage. Lassen wir mal so stehen. Genau, Chuck. Genau, Chuck. Ja, manchmal verspricht man sich hier halt auch, ne? Ich tue das nicht nochmal an, ey. Ohne Scheiß. Ich hab doch... Ich habe R2 gedrückt. Wieso tut mir dieses Spiel das manchmal an? Ah! Ist so gemein! Ist so gemein! Jetzt komm mal her hier. Oh! Oh! Er ist nicht so gut im Flöten. Du hast eine Macke. Achso, ich kann das auch einfach anlassen. Ach na, das ist ja schön. Ah! Weg hier! Yeah! Yeah! Oh. Darf ich da genau drüber springen? Ah, komm schon! Alles nochmal? Oh. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie schwer die Steuerung ist, wenn du diesen Scheiß hier einfach anhast. Ist so ein Checkpoint. Ach, weil ich so schlecht war. Leute, wir kriegen schon die Loser-Checkpoints. Oh, war das knapp. Ey, diese kleinen Figuren dort rechts, die erinnern mich hier an... Hier bei Nioh, wisst ihr? Diese kleinen Viecher. Das haben wir auch schon gespielt, Leute. Und hast ein klassisches Crash-Feeling? Na, klassisch. Ich weiß nicht so. Ist natürlich so durch diese Fähigkeiten, durch diese verschiedenen Anzüge, die du da jetzt hast, bisschen was anderes, ne? Aber ansonsten ist es ein klassisches Crash Bandicoot. Auf jeden Fall. Ist ja Olli, schreibt auch, klassischer geht's kaum. Hat er schon recht ein bisschen. Aber ist halt
in dieses, ich sag mal, hätten sie das alles nicht gemacht ohne die Anzüge und so, wäre es trotzdem gut angekommen. Es ist echt ein übelst geiler, positiver Nebeneffekt. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier wieder Action. Leute, wir gucken mal bei diesem Kassettenlevel rein. Auch wenn diese Level mich richtig fertig machen. Aber wir gucken rein. Wenigstens probieren. Wumper. Ey, das war doch auch im ersten Teil. Wumper, was war das? Bereit für mehr. Ach du Scheiße, wenn ich das schon wieder sehe. Reagiert weiterhin vorteilhaft auf Wuppas und verweigert jede andere Nahrung. Ah, da geht ja alles kaputt. Oh. Manchmal. Das war unklug. Werden die nochmal wichtig? Da habe ich Kacke gebaut gerade. Aber Meister, deine Allergie. Ach, ist schon gut. Du kannst sauber machen. Ah. Ah. Ah, du brauchst die noch, Christian. Nee, halt, stopp. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wieder Scheiße, was ich gemacht habe, oder? Ach du Scheiße, okay, ganz cool jetzt. Okay, die geht eh kaputt. Leute, das geht alles kaputt dann hier, ne? Okay. Renn! Boah. Ey, wir haben alle... Jawohl, Mann! Alle! Sehr geil.